Also, ich bin der Günter Lorenz. Ich heiße Manfred Blaurock. Ich heiße Peter Bohne. Mein Name ist Robert Lindner. Also, ich bin der Reinhard, bin im Verein seit 1963. Die ersten Eindrücke bei mir waren eher jetzt atypisch, weil mein Vater Segelflieger war. Und die Werkstatt und die Flugzeugbauten bei uns im Elternhaus gemacht wurden. Insofern war ich eigentlich im Verein, sagen wir, ab 5., 6. Lebensjahr, so als Nesthäkchen, sage ich jetzt einmal. Ne? Begonnen hat die Fliegerei nach dem Krieg, als die Fliegerei wieder erlaubt wurde, und dann wurden Land auf, Land ab SG 38 gebaut. SG 38 war ein Flugzeug, das konnte man leicht bauen, war sehr leicht zum Fliegen, und als Startgelegenheit hat sich das Gummiseil angeboten. Gebaut wurde das erste Mal bei uns 1953, als das Fliegen wieder erlaubt wurde. Nach Fertigstellung des Fliegers musste der natürlich auch getauft werden, und die hat man dann verlegt auf den Wilhelmsberg. Es war der Taufbade, war der Westphal, das war auch der Werkstattleiter, der das meiste dran gebaut hat. Die Taufpatin, seine Tochter. Mein Vater war Vorstand, der hat mit assistiert. Es waren Bürgermeister, Landrat und alle politischen Leute, die wir hatten, waren da. Das ganze Plateau war voll mit Leuten und alle haben darauf gewartet, wann denn jetzt der Flieger endlich fliegt. Und der Beifall von den Leuten, die dann den Hang hinunter an der Seite gestanden waren und wollten das live erleben. Und das war dann auch so. Bei uns war das dann so, dass wir den Flugbetrieb am Michelsberg begonnen haben. Da musste der Flieger im demontierten Zustand erst hochgefahren werden mit einem LKW, am Michelsberg oben zusammengebaut, und dann wurde aufgeteilt, einer saß drin zum Fliegen. An den Gummiseilen waren jeweils 5-6 Mann, die gezogen haben, und 2 Mann mussten den Flieger hinten halten, dass der nicht zu früh losging. Und dann gab es die Kommandos: ausziehen, laufen, los. Laufen mussten die Gummihunde, und die hinteren hatten einen bequemeren Job, die mussten den Flieger halten, und bei los haben die den losgelassen. Und der Flieger ist über den Hang hinaus katapultiert worden. Dann mussten alle nachlaufen, den Flieger auf einen zweirädrigen Wagen setzen und wieder hochziehen. Und dann konnte der nächste fliegen. Und so ging das den ganzen Sonntag entlang, bis jeder dann irgendwann platt war und hat gesagt, jetzt mag ich nicht mehr. Ich muss das schätzen, ich weiß es nicht, aber ich denke, es waren so 15 bis 20 Männer, die das gemacht hat. Und eine Frau. Und die eine Frau, die hat es dann geschafft, dann hat die zu sehr auf einen einzelstehenden Baum geschaut, und wie es so geht, hat es den Baum dann auch getroffen. Es ist dann, war natürlich alle bestürzt, weil der schöne Flieger schon wieder kaputt ist, wo sie doch alle fliegen wollen. Und dann hat einer gesagt, wenn ihr das schafft, dass am nächsten Wochenende der Flieger wieder flugbereit ist, dann spendiere ich ein großes Fass Bier. Und das hat motiviert, und am nächsten Wochenende ist der Flieger wieder geflogen. Meine erste Erfahrung war, dass der Chronometer mich getestet hat mit Loop-Links und so weiter, ob es mal schlecht wird und so weiter. Und ich habe das alles überstanden, und dann durfte ich weiter schulen. Ja, als wir jetzt erst einmal am Flugplatz kamen, war natürlich alles fremd für uns. War halt, obwohl früher sehr wenig los war im Vergleich zu jetzt, war halt für uns trotzdem viel Betrieb, alles sehr unübersichtlich. Und wir sind dann halt, es war wegen noch so die harte Schule früher, aber so nachher noch ist man schon reingekommen. In der Nachschau muss ich sagen, wäre so ganz einfach, haben die Jungen in so einem Verein, die Neuen, haben es nicht gehabt. Fluglehrer, also der hat in dieser Zeit eine richtige Autorität gehabt. Also wenn irgendwas falsch gelaufen ist, war also nichts mit, komm mal her, wir müssen mal reden, sondern
Es gibt Flugverbot. Schau mal, was der jetzt gemacht hat. Schau dir mal an, was der gemacht hat. Flugverbot. Ziemlich streng, aber es war nicht verkehrt. Man hat sich bestimmte Sachen dann zweimal überlegt, ob man es macht oder ob man es nicht macht. Und so hat sich das dann entwickelt und die Flugzeuge wurden mehr, die Flugzeuge wurden besser. Nur unser Flugplatz wurde immer schlechter. Damals schon ein Problem, die Landwirtschaft war Vollerwerbslandwirte, die haben jeden Grashalm gebraucht und da durften wir die Wiesen nicht mehr betreten. Dann mussten wir uns eine Lösung überlegen, wo können wir denn fliegen. Und irgendeiner hat dann erkannt, dass im Traunfeld die Autobahn gebaut wird. Und diese Autobahn, da war schon, sagen wir mal, die Erdarbeiten zu einem Großteil gemacht, war ein breiter Streifen, so wie halt früher eine zweispurige Autobahn war. Und dieses Gelände durften wir dann benutzen und sind dann im Frühjahr, wenn wir auf dem Flugplatz nicht mehr durften in Hersbruck, sind wir mit Sack und Back über den Schupferberg hochgefahren, die Winde voran. An der Winde war der Emil gehangen, ein alter Opel B4, und an dem B4 war der Specht gehangen auf dem Anhänger. Und so ist der ganze Konvoi auf dem Schupferberg hinaufgefahren, ins Grafenbucher Forst, wo heute auch die Autobahn nach wie vor ist, und da sind wir geflogen. Also es war schön da draußen im Traunfeld. Abends konnte man dann die Flieger bei irgendeinem Bauern einstellen, in der Scheune, sodass wir nicht immer hin und her fahren müssen an unsere Fahrzeuge. Wir sind 1957 nach Traunfeld ausgewandert und es hat vielleicht, ich denke mal so 10 Jahre maximal, wo wir dort waren, eher weniger. Aber doch so lang? Ja, und bis halt der Autobahnfortschritt dann weiter gebaut wurde, ne, der Abschnitt. Und dann mussten wir weg. Das ging natürlich mit dem Bild, dann mit dem Herbst und Ende der Fliegerei mussten wir unser ganzes Zeug wieder zusammenpacken, aus der Scheune rausholen die Flugzeuge und sind dann wieder mit der Winde voraus, dahinter der Emil und am Emil der Specht, sind wir den Schupferberg wieder runtergefahren. Und daher kommt der Name Almabtrieb, weil in der Zeit sind auch die Kühe von den Berg runtergetrieben worden und wir haben die Flugzeuge runter nach Hersbruck gebracht. Und das war unser Almabtrieb, den wir heute immer noch feiern. Beeindruckt hat mich damals die Disziplin der älteren Leute, auch die Besessenheit, einfach zu fliegen. Ne? Also die waren wirklich besessen. Nach vielen Mühen und Sparen und Betteln an die Leute haben wir es geschafft, eine Fliegerhalle, eine eigene Fliegerhalle zu bauen. Zu der Zeit war unsere Halle nicht an dem Standort, wo sie heute ist. Sie war auf dem Platz, wo der Plärrer sich heute befindet. Da war auch unser Vorfeld. Nur irgendwann hat die Stadträte und die Landräte beschlossen, dass man den Platz eigentlich braucht, um Schulhäuser hinzubauen. Und das war dann für unsere Halle wieder das K.O. 74 ist dann das Schulzentrum neu gebaut worden. Da war unsere Halle im Weg. Und wir haben dann den Platz gekauft, wo wir heute sind. Wir mussten die Halle abbauen, das heißt die ganzen Eternitplatten abschrauben, aufladen und rausfahren an den jetzigen Standort. Der Bub, der hat damals auch noch dieses Fuhrunternehmen gehabt, der hat uns ein bisschen ausgeholfen mit einem Lastwagen oder sowas, aber sonst haben wir es komplett an Anhängern dahinter geschafft, die Einzelteile. Am 20.11.1973 war Richtfest und dann war eine lange Winterpause, es hat uns eingeschneit und viel Frost und im Februar haben wir dann die Halle weitergebaut und dann gedeckt bei 15 Grad minus. Und als es dann dran ging, da war das Gerüst gestanden und wir mussten die Platten drauf schrauben und es war ausgerechnet an einem autofreien Sonntag. Es war gerade Ölkrise, am Sonntag war Sonntagsfahrverbot und da musste man also mit dem Zug nach Hersbruck fahren. Und da hat es geschneit, saukalt gewesen und es war teilweise Schnee überall gelegen.
Bei den Bedingungen sind dann trotz allem alle gekommen, mit Zug, mit Fahrrad, und Autos durfte man nicht fahren. Ne? Aber irgendwie hat es jeder geschafft, dass er kommt. War ungewöhnlich, aber wir haben das alles eben gemacht aus lauter Begeisterung. Aber wir haben es unfallfrei und haltbar aufstellen können, die Halle. Und wir haben die Halle dann gleich um ein Drittel vergrößert. Zum Glück, weil heute brauchen wir den Platz dringend und wie man sieht, reicht es auch schon wieder nicht mehr. Ne? Ja. Das Bier übrigens war meistens irgendwo in der Innentasche vom Winterparker. Das ist nicht eingefroren. Es war wirklich saukalt teilweise. Und wir mussten eine Lösung finden, dass wir den Blickkontakt vom Flugleiter zur Winde herstellen konnten. Also haben die findigen Leute ein Gestell gebaut, ich weiß nicht, wo das herkommt, aus Rohre zusammengeschweißt und eine Treppe da hoch und Bretter, wo sich der Flugleiter hinsetzen kann und schreiben kann. Und das war dann unsere Flugleitung. Und da war der arme Flugleiter den ganzen Tag drum gesessen, den Windsack um die Ohren und hat da oben geschrieben und geschaut, ob die Startbahn frei ist oder auch nicht, so lang, bis der Klaus Kupke, findig wie er war, einen VW-Bus organisiert hat. Das große VW-Zeichen vorne, das war natürlich nicht das VW-Zeichen, sondern die drei Schwalben. Und auf diesen VW-Bus T1 war so ein relles Gestell, wie der Frank gesagt, draufgeschweißt mit einer Holzpritsche und Auflage fürs Hauptflugbuch, Windsack. Und ja, das war's. Ja, der Flugbetrieb hat begonnen mit Treffpunkt 8:30 spätestens an der Halle. Und vor allem mussten die Flugschüler die Ersten sein. Also wenn ich den Vergleich ziehe zu der Zeit, als ich zum Verein kam und heute, ist das Gravierendste natürlich das Flugzeugmaterial, das wir jetzt zur Verfügung haben. Mit Flugzeugen waren wir nicht allzu sehr gesegnet. Wir haben die Schulerei begonnen mit dem Specht, mit einem ganz kleinen Rad, das hat schon gepoltert und den Bandscheiben ordentlich malträtiert. Später kam dann die Meise dazu. Die Meise haben wir selbst gebaut im Verein. Wir durften da auch schon ein bisschen mit basteln, neben den anderen Werkstattleitern und Gehilfen. Und die Meise zu fliegen war für uns dann ein besonderer Genuss. Am Anfang ist man hauptsächlich eigentlich mit der K8, kann ich mich erinnern, habe ich meine 50 Kilometer damals geflogen, von Herzburg nach Beilngries. Da habe ich, glaube ich, 2,5 Stunden dafür gebraucht für 50 Kilometer, also 20er Schnitt. Da ist man jetzt mit dem Fahrrad schneller. Man ist damals immer oder fast immer Dreiecke geflogen. Diese Dreiecke oder diese Streckenflüge musste man nachweisen. Da hat man halt früher das auf ein Täfelchen geschrieben, hat es fotografiert mit einem Sportzeugen zusammen im Bild, der dann auch unterschrieben hat. Auf der Stadttafel standen die Daten des geplanten Fluges drauf. Und dann hat man die Kamera fest montiert im Flieger, sodass eine Flügelspitze mit drauf war. Und dann, wenn man halt am Wendepunkt war, hat man das aus einem bestimmten Sektor raus fotografiert. Immer so mit der Flächenspitze drauf, die halt auf den Bahnhof Greisheim zum Beispiel gezeigt hat. Wenn man gelandet war, musste diese Tafel wieder fotografiert werden und auch wieder ein Sportzeuge unterschrieben haben, dass der Flug auch gelungen ist. Und man hatte natürlich auch einen Barographen dabei gehabt. Das war so ein Aufzeichnungsgerät, wo man halt so Höhen schrieb, wo man gesehen hat, dass man zwischendrin halt keine Zwischenlandung hatte. Das musste dann eingeschickt werden zum LVB und der hat dann die Flüge ausgewertet und am Jahresende hat man eine Karte bekommen vom LVB über die gewerteten Flüge, die man gemacht hat. Die Höhepunkte war immer der Aufstieg damals in die erste Bundesliga, die immer auf und ab ging, die Bewegung. Ja. Und wir haben jedes Mal gefeiert, ob es nach oben ging oder nach unten ging, haben wir gefeiert. Es war so, dass wir abends uns immer zusammengesetzt haben und jede Leistung und die Leistungen waren entweder Höhen, die man gemacht hat oder Stunden, die wir geflogen sind.
Und wer da die meisten Stunden geflogen hat oder die höchste Höhe hatte, der musste da das bezahlen mit einer Maß. Eine gute Zeit im Verein. Wir haben da auf bayerischer Ebene, selbst auf deutscher Ebene, ganz tolle Platzierungen erreicht in den dezentralen Wettbewerben. So hieß es damals, wie es OLC noch nicht gab. Zu der damaligen Zeit waren sehr viele die Damen mit dabei. Und da war immer großer Betrieb am Flugplatz durch die Familie, die da gekommen ist. Ja. Flugzeug schleppt mit Laufer PA-18 am Segelflugplatz Hersbruck. Am gleichen Tag absolvierten Lauferkameraden Windenschlepps. Abends in der Halle mit Lauferkameraden gemütliches Beisammensein mit teilweise schweren Schlagseiten wegen körperlicher Gleichgewichtsstörungen bedingt durch Freibier. Und das ist ausgewiesen im Jahresprotokoll der Luftsportgemeinschaft Hersbruck beim Jahresbericht. Ja, die hat Reinhard schon erzählt. Ja, Schabernack ist ein gutes Stichwort. Schabernack haben wir natürlich viel getrieben. Schabernack haben wir sehr viel getrieben, aber da erzähle ich jetzt überhaupt nichts. Das sind 10 Jahre Gefängnis. Und wir hatten auch immer so Spezialisten, da war einer der Günter Rupprecht für solche Streiche, aber auch der Matthias Mederer. Und der Marl, haben wir immer zu ihm gesagt, der hat bei meinem Auto, während ich geflogen bin, die Radkappen abgeschraubt und hat Steinchen rein und wieder draufgeschraubt. Ich bin am Montag früh nach Nürnberg gefahren in die Arbeit. Gottes Willen, da ist der Radlacher kaputt. Ne? Bin tatsächlich in die Werkstatt gefahren, habe gesagt, warte mal, da ist irgendwie was mit dem Radlader. Dann haben die Radkappen weg, dann sind die Steinchen rausgefallen, dann wusste man, woran es lag. Ne? Der Mattl hat damals so ein tolles Fahrrad mit Hochlenker gehabt, richtig schönen Hochlenker. Und ja, was weiß ich. Und wie dann der Mattl mal geflogen ist, dann haben wir sein Fahrrad zerlegt. Da haben wir dann den Lenker abgeschraubt von dem Fahrrad. Das Fahrrad haben wir versteckt und den Lenker haben wir so in den Graben reingesteckt. Und im passenden Abstand dazu den Sattel. Und der hat... Das hat also original ausgeschaut, als wäre das ganze Fahrrad in dem Graben drin. Der ist gelandet, habe ich gesagt, Marl, wo hast du denn dein Fahrrad? Hat gesagt, der steht doch da. Dann sagen wir, also da ist wirklich kein Fahrrad mehr, wenn das gestohlen ist. Der hat solche Augen gehabt und hat fast geweint, sein tolles Fahrrad in dem Schlick da drin. Ich habe gesagt, na Marl, das bringst du doch leicht wieder raus. Dann nimmst du jetzt ein Schleppseil, wickelst es um den Lenker und mit Haarrupp ziehst du es raus. Das hat er gemacht. Hat das Seil um den Lenker rum und hat mit Haarrupp angezogen. Hat er angezogen, zack, das Ding ist rausgegangen und ich habe einen Salto rückwärts gemacht. Und da war er ziemlich sauer, da war er richtig sauer, dass wir ihn so dran gekriegt haben. Ah, das war so eine Geschichte. Die Luftsportgemeinschaft ist für mich ein Lebenselixier gewesen und ist es auch heute noch. Die Luftsportgemeinschaft Hersbruck war für mich von Anfang an in der Jugend eigentlich die Möglichkeit, den Traum vom Fliegen für mich zu realisieren. Die Luftsportgemeinschaft ist für mich in erster Linie natürlich das Segelfliegen und zum anderen, und das ist eher genauso viel wert für mich, das ist die langjährige Freundschaft, die man da schließt. Die Luftsportgemeinschaft ist für mich praktisch die Erfüllung eines Wunsches, ohne Motor zu fliegen. Die Kameradschaft untereinander, dass man sich hilft. Die Luftsportgemeinschaft war meine fliegerische Heimat, ist sie heute noch. Die LSG ist für mich ganz schlicht und einfach Familie. Und das war halt damals übers Modellfliegen der Einstieg in Segelfliegen und in die Fliegerei. Und mit den Vögeln zum Beispiel zu fliegen. Ich habe in der Luftsportgemeinschaft Freunde seit 50 Jahren, Fliegerfreunde.
Man trifft sich heute noch nach wie vor irgendwo am Freiluftstammtisch, setzt sich zusammen, plaudert miteinander von vergangenen Zeiten, von Zukunft. Und man trifft sich heute noch immer mit Begeisterung mit seinen Fliegerkameraden und freut sich jede Woche wieder aufs Wochenende, auf den Freitagabend, Clubabend und auf die Fliegerei in Hersbruck. Macht immer Spaß. Wir haben viele Urlaube miteinander verbracht, wunderschöne Erlebnisse. Also das ist einfach, das vergisst man nicht. Und diese Faszination von Wetter und Technik, dieses Zusammenspiel, das ist für mich das, was Segelfliegen eigentlich so interessant macht und wo man, finde ich, auch jahrelang eigentlich dabei bleiben kann, weil es nie langweilig wird. Und ich habe viele Sportarten betrieben in meinem Leben, aber immer eine Sportart favorisiert. Das war in dem Fall also da die Luftschiffbahn. Deshalb bin ich ja viel Rad gefahren. Aber wenn es zum Fliegen ging, war beim Fliegen. Ja? Und sonst nichts. Und da freut sich eigentlich fast jeder, denke ich mal, auf den Freitagabend. Und irgendwie würfelt man sich zusammen und erhält sich, erzählt was. Und das mag ich gerne. Und das möchte ich auch nicht missen.